Willst du einen Introspruch machen? Back jo, in this game! Ah, nee, ich sag immer am Anfang Jo, Freunde. Irgendwann sterbe ich sowieso. Bis dahin spiel ich mit deutschen Rappern Domino, weil es für sie um King Kalitzin geht. Ich will so sehr. Jo, Freunde, back in the game. Remember his name. Hier ist wieder der Angel für euch am Start. Mit der Angel Queen. Und ja, wir stecken gerade im Stau fest. Und deswegen haben wir uns überlegt, weil ich ja schon fleißig eure Kommentare nachgeguckt habe, mir ein paar Fragen im Kopf geblieben sind, nehmen wir jetzt einfach mal so ein Fragen-Antworten-Weg. Das ist ja perfekt, ne? Ja, Freunde, was soll ich dazu sagen? Komm, ich zeige euch jetzt mal hier die Lage. Also, da hinten Stau. Aber der Stau ist kurz, heißt abgesperrt. Wir sind hier gerade abgesperrt, Autobahn-Action. Mit meinem Onkel am Start. Hier rasen 1 Milliarde Polizeiautos vorbei. Und ich habe mir jetzt gedacht, da ich jetzt gerade sowieso einen Vlog drehe, nur so nebenbei mit der Legria, warum nicht einfach mal eure Fragen beantworten? Hier live aus der Autobahn. Ich weiß nicht, ob man mich hören kann, aber ich schneide das Ding jetzt mal hier oben fest. Okay, ich beantworte jetzt einfach mal eure Fragen, die ihr mir einfach immer wieder stellt. Ja, der eine oder andere wird die Frage vielleicht wiedererkennen. Also, ihr wollt ja wissen, wie groß bin ich? Ja, wie groß ist denn der Angel? Wie groß sehe ich denn aus? Bin ich groß? Also auf der Kamera wirklich jetzt ziemlich klein, das ist aber nur, weil das ein Ultraweitwinkel ist. Ich bin ungefähr 1,89 groß, was man mir nicht ansieht, aber ja, bin schon ein großes Stück. Deswegen habe ich auch Probleme im Fitnessstudio auf Masse und so, weil eben groß, lange Muskeln, dies, das, brauche ich ja gar nicht weiter drum rumreden, aber der ein oder andere hat mich schon mal auf der Straße gesehen und dann dachte der sich so, oh, holy fuck ist der groß, oh, holy fuck ist der groß. Guck mal, warum macht meine Cap das? Die lässt immer dieses Ohr hier vor. Ja, genau. So als Merch die Cap. Freunde, die Cap ist ein Prototyp. Die wird nie rauskommen, einfach weil mir das nicht gefällt. Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich weiß, Haare sind gerade on fleek. Juckt mich nicht. Dieser grüne Schirm hier, der gefällt mir nicht. Und ich möchte die Schrift, die ist halt reflektierend, aber ich will die als 3D-Druck reflektierend. Und vielleicht noch mit meiner eigenen Schrift versehen, weil das war halt nur so ein Prototyp und ja, ich will halt meine eigene Schrift da drauf setzen. Ich sehe jetzt schon die ganzen Kommentare. Deine Haare sind wieder voll scheiße. Alter, wie viel kommentiert worden ist, dass meine Haare scheiße sind. Freunde, die Haare sagen noch nichts über einen Menschen aus. Es sei denn, man ist Punker. Punker dürfen das. Woher habe ich meine Kette? Der eine oder andere fragt mich ja schon mal, woher ich diese Kette habe oder diese Kette oder diese Kette oder diese Uhr. Übrigens, alles, was ich in meinen Videos verwende, ist auch in der Beschreibung, außer diese Ketten, weil diese Kette habe ich mir herstellen lassen in der Türkei. Das heißt, die wird keiner von euch jemals bekommen. Yeah. Kann man sich herstellen lassen, ist eigentlich ganz einfach. Einfach, ihr müsst einfach zu einem Juwelier eurer Wahl gehen und dann schaut euch YouTube-Tutorials an. Nächste Frage. Warum kam kein Stream? Ich bin im fucking Stau, wie soll ich es streamen? Ich habe übrigens auch nicht mal Internet, das heißt, wir haben uns jetzt einfach so Fragen rausgenommen. Beziehungsweise sie hat sich jetzt einfach so Fragen rausgenommen, weil ich mein Gedächtnis ist. Bam, tschüss. Außerdem bin ich in Brüssel gewesen für 3 Tage und ja, ich war halt von morgens 7.15 Uhr bis abends 18 Uhr unterwegs und ich war relativ kaputt von meiner Production hier in Brüssel, Belgien. Also, boah, Spinne, Alter. Hier ist eine Spinne, die will die Kamera erobern. Niemals. Na, deswegen war ich halt relativ im Anus. Noch eine Frage? Viele fragen mich auch in meinen Livestreams, was für Mikrofon ich benutze. Das Orkay, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich glaube, es gibt nur ein Mikrofon von Orkay, das in Gold ist. Wenn ich es nicht vergesse, packe ich euch noch einen Affiliate-Link hier in die Beschreibung. Da kenne ich nämlich nichts. Katsching, katsching. Freunde, die Ketten lassen sich nicht von alleine bezahlen, ne? Was haben wir noch so? Wir haben Baguettes geholt. Sind die besten Baguettes überhaupt. Also, der gute Serviceman hat mir gerade, der Autobahn-Service hat mir gerade Entenpartier. Was war das? Entenpartier und? Und französischen Brie 2 Monate gereift. Ach, er hat mal seinen Diesel ausgestellt. Hätte schon fast die Schlägerei gegeben. Mein Onkel ist gerade zu ihm hingegangen und hat ihn doch mal gebeten, hier seinen Truck. Da, dieses Much-Ding ist absolut der ekligste Diesel, den ich jemals in meinem Leben gerochen habe. Er hat halt höflich gefragt, yo, kannst du den ausmachen? So kam bei Dissert ein Holländer raus und meint so, du Schwein, du rauchst hier. Wirklich,
Ich drehe ein Video, was fällt euch ein, hier vorbeizufahren, Alter? So, ich gönne mir jetzt erstmal mein Entenpartier. Ja, moin. Guck mal, die linke Spur ist frei, ne? Also von uns aus gesehen. Aber die müssen die rechte Spur von die sehen. Alles klar, hier nimmt einer auf. Geben wir mal Vollgas. Eben ist hier so ein BMW vorbeigefahren. Der hat nochmal extra runtergeschaltet. Ja, und jetzt bin ich hier auf der Autobahn. Weiß nicht, was ich machen soll. Übrigens, da vorne, wo der Herr gerade steht, da habe ich eben hingepisst. Freunde, da ich ja jetzt arbeiten gehe, habe ich mir auch mal was richtig Gutes gegönnt. Wisst ihr, was wir uns heute Abend gönnen? Champagner. Heute Abend wird gefeiert, wenn wir überhaupt noch lebend nach Hause kommen. Die Stauverpflegung ist gerade gekommen. Ein schöner Weißwein. Das Baguette hieß einfach mal lecker lang, jetzt ist es lecker kurz. Freunde, die Witze hier, die sind so flach wie die Autobahn. Aber eins muss man sagen, die Autobahnen hier sind viel besser als in Deutschland. Okay, da vorne jetzt nicht mehr, weil da ein Unfall passiert ist, aber heute Abend wird sich noch was gegönnt, da kennt der Angel nämlich nichts. Endlich mal arbeiten, der Pisser. Gönnen wir uns noch einen schönen Rotwein. Übrigens ist schon eine neue Kamera auf dem Weg. Ich schwöre es euch, wir mussten an dem Freitag um 14 Uhr fahren. War das Freitag? Mittwoch, genau. Wir mussten Mittwoch mussten wir um 14 Uhr fahren. Wann sind wohl meine Pakete angekommen? Ratet doch mal. Jetzt ratet auch. Ich warte auch so lange. DHL kam um 14.37 Uhr. Ja. Hermes auch eine Stunde später. Wart eure Scheiße wieder aus. Ja, die fahren echt weiter. Krass. Ja, Freunde, da würde ich sagen, war es das auch mit dem Video. Das heißt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch wie mal ein Like und ein Abo da, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Endlich geht's jetzt mal hier weiter. Ich weiß nicht, mit wie viel km/h wir hier jetzt rüberdüsen. Ja. Dann würde ich sagen, sehen wir uns zu einem nächsten Video wieder. Und wenn ihr das Video heute seht, gibt es natürlich morgen einen Livestream. Ne? Jetzt alles hier schön spontan. Guckt euch Dead Ass an, alles klar. Und dann, ja. Tschüss.